Natürlich gibt es auf Gotthau auch dementsprechende Viewpoints oben am Berg. Der Weg war jetzt ziemlich beschwerlich, weil es ganz schön so mit dem Roller bergauf geht. Aber wir sind hochgekommen. Der Roller hat sogar mich hochgezahlt. Also von dem her, jetzt könnt ihr die Aussicht genießen. Müssen wir jetzt rauf. Schaut recht abenteuerlich aus. Schauen wir mal. Da geht's rauf. Weg beim Wurschel. Nein. Da noch die Hitze. Oh. Aber die Aussicht ist gigantisch. So, Kinder. Das hat was. Kein Kleiner, kein gar nichts. Ja, oben wird es nicht besser. Dafür huckt da ein Ranger herum. Ich zeige euch jetzt gleich, wir haben den ganzen Tag nichts zum tun. Aber so ist 50 Bad dafür, dass du da auflatschen darfst. Das ist der Nachteil an Gotthau. Wenn ich jeden Schmarrn muss zahlen. Zwar nicht viel Geld, aber ein bisschen was. Das ist der Ranger. Kriegst du eine Flasche Wasser umsonst. So, schauen wir mal, wo wir hingehen. Durchgeschwitzt und verschnauft geht es jetzt da hoch. Ja. Habt ihr was zum Lachen? Ist ein bisschen abenteuerlich, aber es geht. Oh, on the left. So. Okay! Der Ranger ist extra damit hochgefahren, dass wir uns zeigen können, wo wir sind. Aber mega! So voll der fette Felsen. Stehen wir da. Durchgeschwitzt. Verschnaufen. Aber geil. Wandern ist ja gut und schick, aber bei 35 Grad und 8% Luftfeuchtigkeit, da schwitzt wie eine Sau da noch. Das war der Viewpoint. Oben am Felsen, durchgeschwitzt, sind wir. Gehen wir jetzt da im Dschungel wieder retour zu unseren Roller. Dann schauen wir weiter, was wir noch entdecken können auf Gotthau. Abenteuerlich geht's bergab. Das ruckelt jetzt ein bisschen, weil das Handy, weil die Kamera auf dem Roller festgeschnalzt ist. Das war unser Ausflug zum Viewpoint. Oben am Felsen. Hat mir echt gut gefallen. Wir sind zwar ganz schön durchgeschwitzt, aber es hat sich rentiert. Ich sage danke fürs Neuschauen und bis zum nächsten Video.